Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen hier zu einer neuen Folge Total War Pharaoh Dynasties. Unser Run mit dem Haus, den Nachfahren des Agamemnon. Wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten wir jetzt in Folge 40 sein mittlerweile. Ja, die große Jubiläumsfolge, wo wir mal ratet mal, was wir jetzt tun werden. Nämlich genau dasselbe weiter wie beim letzten Mal. Wie waren wir mit den Außenposten bestückt? Mit den Außenposten. Ja, brauche halt mal so ein Schreinchen. Knossos. Ach stimmt, der hat niedergerissen. Gut, das lassen wir mal nach. Jo, ich würde sagen, den Rest sparen wir uns mal für den Moment noch. Pyros hat sich nicht bewegt mit dem... Was wollte man mit dir machen? Wollte man mit dir noch Pessimus? Ganz schön pessimistisch, ne? Hallo? Entfernt euch bitte! Hallo? Ja gut, Pessimus ist eine etwas zu große Nummer mit der 14er... Armee noch da drin. Guardion, eigentlich auch Dito. Ich bin gerade beschäftigt. Oh. Berührt mich mit einer Klinge oder gar nicht? Ja, dann mache ich das. Mit einer Klinge. Der Außenposten kommt noch dazu. Ja. Aber ich würde sagen... Wieder mal kassieren die Streit wegen ordentlich Verluste, den wundert's. We earned this. Aber so eine Schlacht sparen wir uns, die nicht ausgeglichen ist. Und jetzt könnten wir... Ich entscheide, für wen ich kämpfe. Making my mark. Jetzt könnten wir natürlich hier blockieren. Und hier mit Pyros angreifen. Aber ich würde fast sagen, damit warten wir noch eine Runde. Doing Hades work. Stichwort Einheiten wieder auffüllen hier bei Leukopeus. Judi. Companion of Ares. Ach, Alastor haben wir auch noch nicht bewegt. Ja, was ist hier? Stimmt, da war ja was. Bring their death. Können wir hier schon dicht machen? Ja. Hier haben wir gesagt, das wollen wir auch automatisch machen. Weil Lykien ja schon des Öfteren von uns beswungen wurde. Und natürlich Tarhuntassa der interessantere Feind ist, ganz klar. Ganz klar. Ui! Hohe Zitadelle von Parha. Ja. Yeah. Ja, aber bevor wir das tun, das übliche, Garnison und so, aber können wir auf jeden Fall auch schon bald in Auftrag geben. Genau, und mit dir wollten wir eigentlich nach Tarhuntassa, oder? By the numbers. By the numbers. Gut, dann eine Runde in Lagerstellung. Eine Runde in Laberstellung. Sorry, falls ihr es gerade grollen hört im Hintergrund. Hier ist gerade Gewitter. We will claim victory. Weil es ja in letzter Zeit noch nicht viel genug geregnet hat, weil es ja zu wenig geregnet hat in letzter Zeit. Weil ja überhaupt am vergangenen Wochenende kein Hochwasserwochenende war.
Okay. Quarunos. Und da regnet es schon wieder. Juhu. Man ist echt nie zufriedenzustellen, ne? Im Sommer regnet es einem zu wenig, jetzt regnet es einem zu viel. Ladida. Aber gut. Genug Realität und so, ne? Wenn wir wegen der Realität hier wären, dann könnte man genauso gut, ja, aufstehen und weggehen vom PC. Wenn man Interesse an der Realität hätte. Ja, komm. Thynia. Ja, mit euch müssen wir eigentlich nichts zu schaffen haben, ne? Oh Gott, ich werde es genießen, Leute, die Blendtheke auszuknipsen. Genießen, sage ich euch. Do it right, get rewarded. Gut. Archäische Hecketas. Okay. Nicht gratulieren und so, ne? Ja. Du kannst umschichtiger Sieger, was ist das? Ah ja, sorgloser Streiter. Durchatmen. Oh ja. Durchatmen, warum nicht? So, können wir hier jetzt. Ja, das geht. Bring them down. Bring them down. Du sollst die. Get in there! Ernsthaft jetzt? Horsemen! Anchors away! Go at them! Okay, ich bin schwer angefressen, wieso das nicht geht. Okay, wir haben unseren dritten Gottverehrungsplatz. Poseidon wäre natürlich nett. Ares aber natürlich auch. Aphrodite. Der ergebene General des Poseidon. Mehr Tempo. Für die ganze Nahkampfinfanterie. Rekrutierungsplätze für feindliche Moral. Ja, Moral bei Aphrodite ist sicher auch nicht schlecht. Der Nachschub genauso wenig. Aber ich muss sagen, ich stehe irgendwie auf Poseidon. I have considered and chosen. Ich stehe irgendwie auf Poseidon und die Frage ist jetzt nur, wer von euch es sein soll. Ach stimmt, dich gibt es ja auch noch. Serve with honor. Wir wollten mit dir ja ganz gerne noch ein bisschen die Armee auffüllen. Okay, Trojas Auserwählte haben wir da schon. Was fehlt, sind natürlich Fernkämpfer. Und wir sind kurz vor der 10. Stufe bei der Verwaltung. Uiuiui. Ja, vielleicht wäre das dann schon langsam der Punkt, wo wir Schluss machen sollten.
Wobei es vermutlich egal ist, wir kommen da sowieso drüber. Außer wir würden vielleicht ein paar von Trojas Auserwählten auflösen oder so. Und uns dafür mit denen da begnügen. Ja. The world needs my strength. Komm, wir gehen auf Schleuderer. Nein, wir gehen nicht auf Schleuderer. Wir haben es ja mit gerüsteten Gegnern zu tun. I rely on your strength. Strong and sound of mind. Ja, passt. Passt. So, was haben wir da noch so? Ja, Streit wegen. Gehen wir mal hier Richtung Gold. Oh. Ausbildungsmandat, ja bitte. So, dann können wir hier gleich. Ja bitte. Und vielleicht noch so ein Ressourcen. Okay. Es ist eine Nahrungssiedlung, wir können aber nur den Schmugglermarkt hier machen. Sehr schön. Finde ich mich sehr cool. It is what it is. Bitte hier abreißen. Dann können wir noch ein Ressourcengebäude reinsetzen. Und in Parha gibt's die Getreidegefäße. So, ihr. Wir kennen das Spielchen, die Garnison, bitte. Und ja, auch Zufriedenheit. Warum nicht? Sodala. At attention! Okay, das hier geht leider nicht. You can count on me. Das wird direkt angreifen und der Kerl kann, hat eine Runde Zeit, sich noch Einheiten dazu zu holen. Ja, wird interessant. Wird auf jeden Fall interesting. I'll do it right. I overcome all. Genau, und hier machen wir jetzt diesen Kniff. Our siege will break them. Den altbekannten Kniff. Nämlich belagern hier die Festung. Und mit der zweiten Armee machen wir Sturm, Sturm auf die Stadt. Sturm, Sturm im Gewürm. Oder auch nicht. Dankeschön. Stimmt, wir haben jetzt noch gar nicht nachgesehen, wie wir uns, wie wir Poseidon verschreiben möchten. Einmal Orestes und einmal Pyrrhus. Okay, das heißt, die zwei Seniores fallen weg. Death or glory. Leukopius. Companion of Ares. Orestes. Alastor. I live for battle. Ja, warum eigentlich nicht Alastor? Wisch. Bitte den guten Alastor. Jo. Let your strength be godlike. Ja. Yeah. Und jo. Okay, dann gibt's
in der nächsten Runde auch gleich schon ein paar weitere Gefechte. Die Stadtbelagerung werden wir vermutlich selbst machen. Und die Rückeroberung von Kythera, wie auch immer. Machen wir wieder automatisch. Mit so zagen Rückeroberungsschlachten brauchen wir uns jetzt nicht zeitlich aufhalten. Oh. Frieden ist ein empfindliches Gleichgewicht. Hatti? Oder Mesopotamien? Doch wenn sich Brüder gegen Brüder wenden. Gelten Tugenden nichts mehr. Und Blutvergießen ist unumgänglich. Ich glaube, das ist Hatti. Also, dass irgendjemand Tartuntassa herausgefordert hat. Die Hunde. Diese Hunde. Tartuntassa. Was? Ist das jetzt? Ach, der hat irgendwo Truppen nachgezogen. Eine weitere Armee. Okay. Disengage! Nein. Retreat! Na gut. Dann halt eben anders. Dann halt eben auf andere Art. Kumpolinos. Weil in eine unterlegene 2,5 gegen 1 Situation lassen wir uns da jetzt natürlich nicht drängen. Ja, wir könnten eigentlich wieder nachschauen, ob wir schon wieder eine kleine Fraktion konföderieren könnten. Weil dieser Timer müsste dann langsam wieder ausgelaufen sein. Ganz ehrlich. Nice. Ah, hethitischer Bürgerkrieg, okay. Some strife is inevitable. Wir sind dem Krieg von Chimera gegen Al-Azir beigetreten. Nein, sind wir nicht. Gegen Kanis und gegen... Oh Gott. Ich glaube, wir haben ein paar Kriegsgegner dazu bekommen. Oh ja. Ich werde in die Geschichte eingehen. Danke, Chimera. Habt ihr gut gemacht? Fragezeichen. So, aber erst einmal, state your orders. Mach du hier weg. Bring them down. Wir verabschieden uns. Und tschüss. Discipline pays off. Take it over. Okay. Reparieren, abreißen, reparieren und upgraden. I will serve you well. So, und du brichst gleich auf Richtung Kydonia. Wo stehen wir denn jetzt mit den Pünktchen? 74. Okay. Wow, 66 offene Aktionen. 48 beschädigte Gebäude. Okay, das ist dieses Hochwasser, von dem die Rede war. Also ein kleines bisschen wie in der Realität. Ja, reparieren. Ey, wie viel ist da beschädigt, bitte? Lalalala.
Baldura. Das kehrt einfach Alasia in unserem Hinterland. Ich bin schockiert. Ich kämpfe für Hati. Was machen die phrygischen Eindringlinge da, Leute? Das müssen wir mal dringendst besprechen. Sobald mein Reparaturtrupp am Ende ist. Abreißen bitte. Ja, hier auch. Ui. Das kann eigentlich weg. Dann hier, dann da, dann hier. Irgendwie gibt es da noch einen Haufen Gebäude, die ich normalerweise eigentlich gar nicht bauen würde. It will be epic. Wulissos. Alter. Einfach mal alles beschädigt. Alles, alles, alles. Sogar in Athen drüben. Meine Güte. So, danke sehr, liebes Spiel. Für so viel absolut fantastisch. Meine Treue gilt meinen Männern. Ja, das wird interessant. Respektive hängt davon ab, wie viel diese Truppen. Good still vies with evil. Ob diese Truppen gut gefüllt sind. Ob sie bei voller Stärke sind, wollte ich sagen. All out attack. Gut. Don't stop now! Belagere Tarhuntassa. So, und was ist das hier geworden? Man sieht irgendwie nur, die andere Armee hat sie irgendwie verdünnisiert. Da war ja gerade noch eine Full Stack dabei. Vengeance! Mich zu berühren, kostet euch eure Hand. Gepanzerte Plänkler. Unchallenged in battle. Berührt mich mit einer Klinge oder gar nicht. Not all is lost. Stay sharp. Seid ihr falsch geworden? Du warst das. The voice of war. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen uns das gleich an. Abreißen. Du bau das sofort. Genau, hier gibt's wieder Außenposten. Restes hat einen Fertigkeitenpunkt, seinen letzten. So, und du kannst eigentlich zurück. No rest yet. Telmessos hat eine ordentliche Garnison, die sollten mit dem fertig werden, mit der 19er Truppe da. Die Frage ich ist habe nur, die Kontrolle. Was die da vorhaben, die lieben phrygischen Eindringlinge. Schon alleine der Name Eindringlinge dabei klingt ja sehr. Ich kämpfe für Hati. Vertrauenserweckend. Ja, wir könnten wieder annektieren. One Axe of Legend. Ja, dann machen wir es mal so. Du gehst direkt nach Baldura. Direkt
nach Balbura. Okay, damit wir in dieser Folge noch ein bisschen Action haben, würde ich sagen, du... Get in there. Nein, machen wir es anders. Er hat die besseren Truppen. We will win through. Respektive... In Ares' name. Ja, genau. Genau das. Und das schauen wir uns jetzt an. Damit wir noch ein bisschen auf unsere Schlachtigkeiten kommen in dieser Folge. Bei den ganzen Ränkespielen, bei den ganzen taktischen Überlegungen braucht man halt auch einfach mal so zum Abwechseln. Einfach so zur Abwechslung braucht man dann auch einfach auch mal so eine schöne Schlacht, so eine schöne Draufhau. Situation. Ganz einfach. Dann das übliche Schleuderer. Wegen. Und wir schauen einfach. Was wird das hier haben? Die Wegen können ja mal ein bisschen scouten. Respektive überhaupt unsere Friendos erstmal finden. Schon wieder ein schönes Landschaftspanorama. Ganz ehrlich. They want blood. They'll get it. Schöner Drohnenüberflug. Ja, der wird sich irgendwo campen. Rückseitig. Der wird sicher irgendwo. Campen. Der ist schon in Camperbad, ne? Ja, da ist doch einer. Plänkelstreitwagen. Ah ja. Hallö, hallö, hallö. Chariots to the pole. Time to test your metal! Ja voll, time to test your metal. In good order. Und wer kein Metal-Fan ist, der... Ja. Der kriegt halt eine drauf. Ja, also wir haben halt hier wieder mal die falschen Fernkämpfer. Stichwort rüstungsdurchdringend. Bei seinen ganzen gepanzerten Einheiten. Obayo. Is that all the javelins? Swords. Swords. To glory. March on. Onward. Onward, warriors. So, haben wir's dann. Ja, ein Kürzer. Dann bitte mal das Fernkampfduell zu eröffnen. Ja. Gut, und die Nahkämpfer kommen dazu. Ein bisschen verstecken hinter der Nahkampflinie. Einfach Stichwort, weil keine Schilde und so. Hatten wir ja schon zur Genüge, dass die KI dann
die Einheiten ohne Schilde beballert hat. Na gut, legen wir doch mal los. Euer General wird angegriffen. Ja, genau das. Slingshots. So, dann die Speerkämpfer ins Geflecht. Die Speerkämpfer ins Geflecht. Holt euch die. Nicht so ganz. Nicht ganz. Oder nicht alle. Ja, ihre Slingel. Komm, Hyperon. Was kommt hier? Hier kommen Wegen. Ein schweres Wagnis. Markieren. Swordes. Jo, dann müssen wir uns nur langsam um die Gens kümmern. Du kommst rein. Ins Zentrum. Orders! Charioteers ready! Okay. Eure Krieger geraten ins Schwanken! Bring death from afar! Hier kommt's dazu. On the move! Der Sieg ist zum Greifen nah. Der Sieg ist unser. Okay, kann sein, dass wir die Wegen einmal wieder eingebüßt haben. Der feindliche General ist gefallen. Ja. Schießt einfach mal alle. Okay, die Moral bricht. Ich hätte gerne den Chen. Stopp. Oder auch nicht. Dann bitte doch schießen. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Ja Gott, der wird davon kommen. Schade. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Na gut. Ah, die Wegen haben sie überlebt. Okay. Die sind halt einfach nur so geflüchtet. Sunnaili. Okay. Warrior One. Ui, 205 Kills für das Gefolge des Anax. Ist schon ordentlich. Genau, und du fighting for Ares. Bring them schluckst down. Jetzt Pessinus. Go at them. Finish it. Let's make dann belagerst du hier nochmal. Brauchen wir auch keine. Don't stop now. Belagerungswerkzeuge. Death or glory. Ne.
Die hätten wir vorher nicht verloren, oder? Die Wegen. It's not over yet. Don't hold back. Get back. Get in there. Okay, verstehe, dass wer immer das will. Wenn die Siedlungsgarnison dabei ist, verlieren wir diese Wegen nicht. Und wenn die Siedlungsgarnison hier nicht dabei ist, dann verlieren wir diese Wegen. Soll ich das einmal auch verstehen? Aber gut, ich sag es. We earned this. Ich nehme es nur so hin. We've increased our territory. In Ares' name. Jo. So. Abriss. Garnison. Und Stufe 3. Battle calls. Nam. Command me. Dann könntest du Richtung Abrustola. Oder wir müssen beide Armeen Richtung Abrustola ziehen. Geht auch. Doing Hades work. Und uns einfach so durcharbeiten. Einfach so, einfach schweben. So, Schrein des Poseidon. Handelsposten und... Na, lass den Handelsposten mal weg. Mach stattdessen ein Monument. Ja, das hat noch Zeit. Jo. Ich würde sagen, wir schauen noch in die nächste Runde. Und in der nächsten Folge gibt es dann die Rückeroberung hier von Kydonia. Und vielleicht... Ja na gut, oben bei Theben war noch eine Theker-Armee unterwegs, ne? Achso, das ist er. Das sind wir. ich dachte schon, es wäre andersherum. Ja, es ist nur so eine kleine Nebensiedlung, die können wir uns dann bei Gelegenheit wieder zurückholen. Dafür kriegen wir Tarhuntassa, du. Wasch, du. Ja. Ach, annektieren haben wir jetzt gar nicht gemacht. Machen wir beim nächsten Mal. Wen möchten wir gerne annektieren? Wollen wir Troja annektieren? Oder irgendeine andere? Ja, dann belagerst du die Festung. Herzlichen Glückwunsch. Magst das heute? Diesen anderen General jetzt bewegt. Unseren Fighting neuen. Kannst du. Ja, du kannst. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Hol uns die City. Make them pay. Weg. We can all be proud. Nice to be acknowledged. Zurück mit unseren Punkten, Leute.
da haben wir es wieder. Zurück mit unseren Punkten. So, und ich würde sagen, den Rest der ganzen Geschichte schauen wir uns in der nächsten Folge an. Belagert ihr? Nein, ich glaube, ihr belagert nicht. Genau, und dir fehlen noch 2 Einheiten. Okay, dann geht unser riesengroßer Weltkrieg, der große Krieg gegen Tarhuntassa weiter und gegen diese ganzen anderen kleinen Fraktionen. Es wird auf jeden Fall noch einige Folgen hier heiß hergehen, bis wir... Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? 77. Ja, ist schon noch gut zu tun, bis 110. Auf jeden Fall. Ja, wir haben die Bestrebung. Jetzt erreicht. Fantastisch, gut. Dann gibt es weitere Abenteuer in der nächsten Folge, wenn ihr wieder einschalten mögt, hier auf Gfunden Games. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage, grüß euch und tüdelü.